Ich rufe auf Tagesordnungspunkte 20 und 21 sind die beiden dritten Lesungen Gesetzentwurf Fraktion der SPD, Gesetz über den Bürgerbeauftragten. Hier hat der Kollege Ismail Tipi die Berichterstattung. Und es ist der dringliche Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und Fraktion Bündnis 90 die Grünen, Gesetz über die Bürger- und Polizeibeauftragten. Und lieber Kollege Tipi, ich darf Ihnen zur Berichterstattung das Wort erteilen. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, hier die Beschlussempfehlung zu Tagesordnungspunkt 20. Der Hauptausschuss empfiehlt im Plenum mit den Stimmen der CDU, Bündnis 90 die Grünen und der AfD gegen die Stimmen der SPD, die Linke bei Enthaltung der Freien Demokraten, den Gesetzentwurf in dritter Lesung abzulehnen. Ich darf den Tagesordnungspunkt 21. Ja, bitte. Der Hauptausschuss empfiehlt dem Plenum, den dringlichen Gesetzentwurf in dritter Lesung mit den Stimmen der CDU, Bündnis 90 die Grünen, gegen die Stimmen der SPD, AfD und die Linke bei Enthaltung Freie Demokraten in der Fassung der zweiten Lesung unverändert anzunehmen. Vielen herzlichen Dank. Danke, Herr Kollege Tipi, für die Berichterstattung. Ich eröffne die Aussprache, darf als erstem Redner das Wort erteilen dem Kollegen Jürgen Frömmrich für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen. So langsam kommen wir auf die Zielgerade. So langsam kommen wir auf die Zielgerade. Sehr langsam. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir kommen langsam auf die Zielgerade in der Plenarwoche, aber auch finde ich, bei einem wichtigen Gesetzgebungsvorhaben, was wir heute in dritter Lesung beschließen werden. Es ist die Einrichtung der Stelle eines Bürger- und Polizeibeauftragten. Es ist ein großes Vorhaben der Koalition gewesen, und wir werden das heute über die Ziellinie schieben. Ich freue mich sehr, dass wir das heute am Ende der Plenarwoche noch machen können. Und wir hatten ja zwei Alternativen hier vorliegen. Wir haben uns, das will ich auch in Richtung von Günther Rudolph sagen, wir haben zwei unterschiedliche Gesetzentwürfe vorgelegt, aber wir waren uns im Ziel ja eigentlich einig, dass wir eine solche Stelle schaffen wollen. Wir haben an einzelnen Punkten unterschiedliche Positionen gehabt und auch unterschiedliche Herangehensweisen. Aber am Ende wollten wir beide mit unseren Gesetzentwürfen erreichen, dass wir im Lande Hessen den Bürger- und Polizeibeauftragten einrichten und mit der Verabschiedung dann unseres Gesetzentwurfs, das sehen Sie uns bitte nach, dass wir glauben, dass unser Gesetzentwurf der zielführende ist, werden wir diese Stelle einrichten. Und das müsste uns doch alle, die in diesem Hause für diese Stelle sind, auch freuen. Hessen ist dann das vierte Bundesland, das einen Bürger- und Polizeibeauftragten, eine Bürger- und Polizeibeauftragte hat, nach Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. Ich finde, da sind wir auf einem guten Weg. Der Staat soll mit der Stelle des Bürgerbeauftragten oder der Bürgerbeauftragten ein Gesicht bekommen. Wir wollen in den Bürgerdialog eintreten. Wir haben an vielen anderen Punkten auch schon Schritte dahin gemacht. Der Bürgerbeauftragte soll moderieren, Konflikte beilegen, Hilfestellungen geben. Ich glaube, das ist eine gute Aufgabe. Und die anderen Bundesländer zeigen uns, dass diese Angebote von den Menschen im Lande auch nachgefragt werden. Und deswegen glaube ich, ist das eine gute und richtige Entscheidung. Die Wirklichkeit der Menschen ist doch auch komplexer geworden. Das merken wir als Abgeordnete in unseren Wahlkreisen ja auch, dass viele Menschen auf uns in unseren Wahlkreisbüros anfragen und sagen, wie könnte ich denn das erledigen, wie komme ich da weiter, oder ich habe da eine negative Antwort gekriegt, wer könnte mir da weiterhelfen. Und das machen wir natürlich als unsere Aufgabe auch als Abgeordnete. Aber ich glaube, wir brauchen auch eine Stelle, wo das sozusagen zentral geregelt werden kann, wo man sagen kann, wer hilft mir bei einem Konflikt, den ich mit der Verwaltung habe. Das ist die Aufgabe der Bürgerbeauftragten, und das, finde ich, ist gut, steht dem Lande Hessen gut zu Gesicht, dass wir das demnächst auch haben werden. Der Polizeibeauftragte soll auch eine wichtige Funktion aus unserer Sicht erfüllen, weil wir Misstrauen gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte haben. Unsere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sind sehr engagiert in ihrem Dienst, machen ihren Job in großen Teilen, oder die überwiegende Mehrzahl macht ihren Job ganz in Ordnung. Aber es gibt immer wieder Beschwerden über Polizeieinsätze, über einzelne Beamte, über
über Vorgehensweisen auch bei Großlagen. Und ich glaube, wir brauchen auch da eine Stelle, wo man sich dran wenden kann, damit man das Gefühl hat und damit man im Klaren ist, dass diesen Beschwerden dann auch nachgegangen wird. Und deswegen ist es kein Misstrauen, sondern das ist eine wichtige Funktion, die da erfüllt werden muss. Die dient am Ende auch den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die ihren Dienst 100% in Ordnung machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und warum ist es so wichtig? Warum ist es so wichtig? Weil wir als Staat der Polizei ganz besondere Rechte einräumen. Die hat sonst keiner in unserem Land. Das Gewaltmonopol des Staates wird von der Polizei wahrgenommen. Und unmittelbaren Zwang, also Gewalt anzuwenden, ist auch ein Mittel, das nur die Polizei anwenden kann. Und wenn ich Menschen mit so einer Verantwortung ausstatte und mit solchen Kompetenzen ausstatte, dann muss ich auf der anderen Seite auch eine Möglichkeit schaffen, dass hier eine ordentliche, transparente Kontrolle funktioniert. Und das tun wir mit der Einrichtung der Stelle eines Polizeibeauftragten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich verstehe die Kritik von einigen, die auch in der Anhörung gekommen ist, nicht wirklich, weil es müsste eigentlich auch das Interesse derer sein, die als Gewerkschaftler oder als Gewerkschaftsvertreterinnen und Vertreter, Personalräte, die Interessen von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten vertreten, gerade auch das Interesse sein, dass genau solch eine Anlaufstelle geschaffen wird, damit man nämlich sagen kann, dass wenn es Beschwerden über Vorgehensweisen gibt, dass diesen Beschwerden 100% nachgegangen wird und dass wir damit auch sicherstellen, dass das, was immer so ein bisschen mitschwingt, dass die eine Krähe der anderen Krähe kein Auge aushackt, dass genau diesem Prinzip entgegengewirkt wird und dass wir ein transparentes Verfahren haben von jemandem, der unabhängig ist, hier beim Hessischen Landtag angesiedelt ist. Und das tun wir mit dieser Stelle und das freut uns sehr, dass wir das heute am Ende dieser Plenarwoche auf den Weg bringen. Herzlichen Dank. Kollege Frömmrich, würden Sie noch eine Schlussfrage des Kollegen Garf beantworten? Kollegen Garf, ja. Vielen Dank, Herr Präsident, und danke, Herr Frömmrich, dass Sie die Frage beantworten wollen. Sie sagten gerade, dass dann auch den Beschwerden zu 100% nachgegangen wird. Sind Sie aktuell der Meinung, dass den Beschwerden zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu 100% nachgegangen wird? Die Befunde sind da sehr unterschiedlich. Natürlich gibt es auch im Bereich des Dienstweges eine ganze Menge von Vorträgen, die da gemacht werden, von Bürgern, die sich beschweren, die auf dem ganz normalen Dienstweg erledigt werden. Das ist überhaupt gar nicht die Frage. Das bestreiten wir auch gar nicht. Aber es gibt Menschen, die sagen, wenn ich in einer Konfliktsituation mit einem Beamten der Polizei bin und soll mich in der Auseinandersetzung mit diesem Beamten und wenn ich mich über den beschweren will, soll dann in die nächste Polizeidienststelle gehen und mich bei dem Kollegen dieses Beamten beschweren, da habe ich ein Hemmnis, das will ich nicht. Und deswegen glaube ich, dass man ein niederschwelliges Angebot für genau diese Menschen braucht, damit sie das Gefühl haben, ich muss mich nicht über den beschweren bei seinen Kollegen. Und das ist, glaube ich, das Zeichen, was wir damit geben wollen. Und da schaffen wir eine neue Stelle und ein sehr niederschwelliges Angebot. Vielen Dank, Kollege Frömmrich. Nächster Redner ist der Abgeordnete Günther Rudolph für die Fraktion der Sozialdemokraten. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Vor fast einem Jahr hat die SPD-Fraktion ihren Gesetzentwurf für den Bürgerbeauftragten, Landesbeauftragten für die hessische Polizei eingebracht. Wir haben in diesem Jahr, das will ich mal sagen, weil es mittlerweile auch nicht mehr eine Selbstverständlichkeit ist, ein ordentliches parlamentarisches Verfahren gehabt mit Lesungen hier im Parlament und Anhörungen. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Anhörung war in der Tat aufschlussreich und sie war erfolgreich, weil wir nämlich auch aus der Anhörung Erkenntnisse gezogen haben und Änderungsvorschläge zu unserem eigenen Gesetzentwurf gemacht hat. Das ist auch nicht selbstverständlich, das kann man machen. Ja, wir brauchen einen Bürgerbeauftragten, der das Dickicht durch die hessischen Behörden für Bürgerinnen und Bürger, die eben damit nicht so umgehen können, erleichtern soll. Analog, ähnlich wie der hessische Datenschutzbeauftragte, eine Einrichtung, die sich bewährt hat. Und deswegen können wir die Bedenken nicht nachvollziehen. Noch weniger können wir nachvollziehen, die Bedenken zu einem
Landesbeauftragten für die hessische Polizei. Es war und ist ein Fehler, eine solche Stelle im Innenministerium anzusiedeln, in der Hierarchie eines Ministeriums. Es war und ist ein Fehler gewesen. Die Inanspruchnahme dieser Stelle zeigt das auch im Übrigen. Wir wollen, dass eine unabhängige Instanz da ist. Und deswegen macht es Sinn, in der Person, in der Funktion, das hier auch zu bündeln. Dadurch, dass er vom Landtag gewählt wird, hat er eine besondere, herausgehobene Position und auch eine Unabhängigkeit. Und deswegen ist das an der Stelle ein guter Tag. Und ob das ein Erfolgsmodell wird, die Funktion des Bürgerbeauftragten, des Landesbeauftragten für die Polizei, ich will das noch hinzufügen, wir haben einen Änderungsantrag eingebracht, der leider abgelehnt wurde, aus der Anhörung, eine Art Whistleblower für die Polizei. Das halte ich für richtig, dass man auch anonymen Hinweisen nachgehen kann, nicht muss, nachgehen kann. Das ist ein entscheidender Punkt. Und oftmals haben wir festgestellt, gerade auch solche Hinweise konnten zur Aufklärung von Missständen beitragen. Deswegen ist es schade, dass die Regierungskoalition diesen sachlichen Hinweis nicht aufgenommen hat und eingebracht hat in ihren Gesetzentwurf. Finde ich ausdrücklich schade. Und deswegen, ob das Modell ein Erfolg wird, wird wesentlich von der personellen Besetzung abhängen. Sucht man das im Konsens? Ich finde ja die Grünen so witzig, die können schon über sich selber lachen, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch wenn es ziemlich daneben ist, aber das ist halt eine Frage des intellektuellen Niveaus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ob das ein Erfolgsmodell wird, wird vom Personalvorschlag abhängen. Ich habe da eine Vermutung, wie Schwarz-Grün damit umgehen wird. Da habe ich eine ziemlich starke Vermutung. Aber wir warten mal ab, ob es tatsächlich einen Hinweis gibt, dass man das gemeinsam macht, damit die Person, Mann oder Frau, tatsächlich die Akzeptanz des ganzen Landtags hinbekommt. Oder ob das jemand ist, der eher nach Koalitionsgesichtspunkten ausgewählt wird. Und ich weiß auch nicht, ob der Innenminister am Schluss zufrieden ist, weil er hat zu unserem Gesetzentwurf damals gesagt, zu dem Polizeibeamten, sei alles überflüssig. Nun kam es auf den Innenminister, insbesondere nach den Vorkommnissen vom Sommer, auch nicht mehr drauf an. Das nehmen wir auch durchaus erfreut zur Kenntnis. Ja, wir sagen, eine solche Institution, Polizei und Bürgerbeauftragter, ist notwendig. Deswegen war unser Gesetzentwurf gut und richtig. Die Anhörung war gut und richtig. Und das zeigt, man kann Parlamentarismus auch ernst nehmen und richtig umsetzen und handeln. Und deswegen war das schon ein guter Weg. Alles andere wird die Zukunft zeigen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Rudolph. Für die Fraktion DIE LINKE ist der nächste Redner der Kollege Dr. Wilken. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Erlauben Sie, bevor ich zur Sache rede, mir einen auch sachlichen und mir sehr wichtigen Hinweis. Vielen Dank für die Desinfizierung. Vielen Dank für die langen Stunden, die Sie in dieser Woche mit uns verbringen mussten. Für uns Abgeordnete ist es selbstverständlich. Bei Ihnen möchte ich mich ausdrücklich bedanken. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Hauptvorwurf, der gegen insbesondere den Polizeibeauftragten-Teil beim Bürger- und Polizeibeauftragten immer wieder geäußert ist, dass wir damit eine gesamte, uns wichtige Institution unter Generalverdacht stellen. Dass es außerdem überflüssig sei, weil das alles schon geregelt ist. Wir haben es gerade zumindest wieder angedeutet bekommen. Und ich möchte in aller Deutlichkeit sagen, wer nach den Vorfällen und Vorkommnissen der letzten Monate und Jahre noch das Wort Einzelfall in den Mund nimmt, der leidet unter Realitätsverleugnung. Und ich möchte auch in aller Klarheit sagen, dass wenn wir ein Problem erkannt haben, und das haben wir offensichtlich mit der ganz großen Mehrheit hier im Haus, dann wäre es unverantwortlich, nichts zu unternehmen, eventuelle schwarze Schafe zu identifizieren
und Missstände abzustellen. Das ist der Kern des Problems und der Kern der Lösung. Und da sind wir in einer großen Meinung sogar einer Einschätzung hier. Zweite Bemerkung. Der eindeutig bessere Gesetzentwurf, der auch von uns ganz klar priorisiert wurde und wird, hat hier im Haus keine Mehrheit. Das ist bedauerlich, aber das ist denn jetzt so. Ich will deswegen auch nur noch an einer Stelle, Herr Rudolph hat das gerade auch schon gesagt, noch einmal deutlich machen, warum eine ganz große Lücke jetzt in dem Entwurf, den wir heute beschließen werden, besteht, nämlich in Bezug auf die Aufnahme der Möglichkeit von Whistleblower-Ereignissen zu reagieren. Ohne einzelnen Strukturen jetzt wirklich zu nahe treten zu wollen, wissen wir sehr wohl, und das ist in der Anhörung auch mehrfach geäußert worden, dass wir die Möglichkeit haben müssen, auch anonymen Hinweisen nachgehen zu können, ohne dass eine Gefahr besteht, dass der Whistleblower persönlich in Gefahr gerät. Diese Möglichkeit versagen Sie uns jetzt heute. Wir werden deswegen, das ist meine dritte Bemerkung, die Installation dieses dann jetzt einzugeführten Bürger- und Polizeibeauftragten, gleich welchen Geschlechts, begleiten, gegebenenfalls versuchen, Mehrheiten zu finden, um Fehler, die jetzt in Ihrem Gesetz dann auftreten, nachträglich zu korrigieren. Meine Vermutung bleibt, dass wir viel zu korrigieren haben werden, weil mich stimmt immer noch sehr nachdenklich, dass insbesondere die, die keinen Polizeibeauftragten haben wollten, signalisiert haben, mit ihrem Gesetzentwurf gut leben zu können. Das ist, glaube ich, hier in dem Fall ein Problem. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Wilke. Nächster Redner ist der Abg. Dirk Gaaf für die Fraktion der AfD. Verehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte zu meinem Vorredner nur sagen, wer die Diskussion um den Dannröder Forst und den Einsatz der Polizei im Dannröder Forst gestern beobachtet hat, der wird feststellen, dass es besser wäre, wenn kein Linker jemals mehr hier nach vorne gehen würde und sich zu unserer Polizei äußern würde. Sie haben nicht mit einem Wort sich bedankt für den Einsatz. Sie haben sich nicht distanziert von irgendwelchen Gewalttaten dort. Ja, schweigen Sie einfach zu dem Thema. Dann ist uns allen schon geholfen. Vielen Dank. So, jetzt zur Sache selbst. Jetzt zum Bürgerbeauftragten bzw. zum Polizeibeauftragten. Ich habe schon mehrfach erwähnt, dass es eigentlich mehr Gründe dagegen gibt als dafür. Ich möchte aber trotzdem gerne auf die Redner eingehen. Und ich glaube auch, Herr Frömmrich, ich muss ganz ehrlich sagen, der Bürgerbeauftragte, der steht ja im Koalitionsvertrag. Und ich denke, dass er von den Grünen hauptsächlich dort platziert wurde. Und ich war eigentlich bis gerade zu Ihrer Rede der Meinung, dass Sie einfach nur wieder einen Posten schaffen wollen. Ich habe da Erfahrung aus dem Main-Taunus-Kreis, das ist der kleinste Kreis hier in Hessen, und die Grünen haben dort einen dritten hauptamtlichen Beigeordneten durchgesetzt, und der wurde dann auch durch eine Dame mit einem grünen Parteibuch besetzt im Nachhinein, und deswegen bin ich davon ausgegangen. Aber ich glaube, nach Ihrer Rede, vielleicht ist es Ihnen tatsächlich ernst. Vielleicht glauben Sie wirklich daran, an die Worte, die Sie gerade hier gesagt haben. Ja? Ich sage Ihnen aber trotzdem, insbesondere was den Polizeibeauftragten angeht, sind Sie auf dem Holzweg. Wir bräuchten ihn nicht. Und es braucht auch niemand in eine Polizeiwache gehen und sich dort bei einem Kollegen über einen Kollegen beschweren. Im Übrigen... Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Felix Martin? Ja, bitte. Vielen Dank, Herr Kollege. Ich wollte Sie nur fragen, ob Ihnen bewusst ist, dass der Main-Taunus-Kreis keinesfalls der kleinste Landkreis Hessens ist. Ich habe gerade mal gegoogelt, so 240.000. Mein Werra-Meißner-Kreis hat beispielsweise 100.000 Einwohner, wo es einen ersten Kreisbeigeordneten gibt, der übrigens immer irgendeiner Partei angehört. Insofern sind zwei Hauptamtliche da eigentlich nichts Ungewöhnliches. Ja. Ja.
Herr Kollege Garf, bitte, fahren Sie fort. Wir können uns über dieses Thema gleich gerne noch mal ein bisschen ausführlicher unterhalten. Aber es ist natürlich ein sehr gutes Ablenkungsmanöver. Sie haben trotzdem einen Dritten installiert in Main-Taunus-Kreis. Es wäre niemals ein Dritter nötig gewesen. Ob es der kleinste oder zweitkleinste Kreis ist, spielt jetzt erstmal gar keine Rolle. So. Jetzt zurück zur Beschwerde. Wenn Sie eine Beschwerde über einen Polizeibeamten abgeben möchten, dann können Sie das auf vielfältiger Weise tun. Sie müssen also die Wache überhaupt nicht betreten, wenn Sie nicht wollen. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich kann Ihnen sagen, in 25 Jahren habe ich eine Beschwerde gegen meine Person gekommen. Und da kann ich Ihnen gerne auch mal erzählen, das möchte ich jetzt hier nicht machen, worum es ging. Ja, dann lachen Sie sich im Endeffekt kaputt. Es ist so, dass es einfach nicht nötig ist. Das kommt darauf an, also wenn Sie in Frankfurt im Bahnhofsviertel arbeiten beziehungsweise in der Wache am Frankfurter Bahnhof, dann glauben Sie mir, dann haben Sie extrem viel zu tun und es gibt nichts, was Sie dort nicht erleben. Aber auch darüber könnt ihr uns gerne mal bei einem Glas Wasser unterhalten. Wir brauchen den Polizeibeauftragten nicht. Bei dem Bürgerbeauftragten muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, ich kann eventuell nachvollziehen und habe vielleicht am Anfang auch mal gedacht, es ist eventuell tatsächlich eine Möglichkeit und unter großen Schmerzen könnte zumindest ich und vielleicht auch meine Fraktion beim Bürgerbeauftragten mitgehen, aber beim Polizeibeauftragten beißen Sie bei uns auf Granit, es ist absolut unnötig und ich sage es noch mal, die Installation dieses Polizeibeauftragten schwächt in der Außenansicht und beim Bürger die Polizei, die eh schon angeschlagen ist hier in Hessen aus verschiedenen Vorfällen, die wir hatten, und die wir alle natürlich verabscheuen und auch ablehnen, genauso wie wahrscheinlich jeder hier im Raum. Der Bürgerbeauftragte, ob er wirklich Wirkung entfalten wird, wird sich zeigen. Was auf jeden Fall feststeht, ist, dass er den Steuerzahler Geld kosten wird. Und er wird vermutlich viel Geld kosten, weil er muss ja hoch dotiert sein. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Etwas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und jetzt noch mal zur SPD. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, Sie haben die Anhörung angesprochen. Und Sie haben auch heute mehrfach, ich glaube, Frau Faeser war es und auch Herr Rudolph, über rechtsstaatliche Verfahren gesprochen, also dass wir Anhörungen brauchen. Nun, jetzt können wir uns ein Fleißsternchen geben, dass wir in dieser Sache des Bürgerbeauftragten das rechtsstaatliche Verfahren eingehalten haben, weil wir eben nur mal die Anhörung durchgeführt haben. Aber welche Schlüsse aus der Anhörung gezogen werden, dass Sie nachbessern, das ist in Ordnung. Aber das Ergebnis, insbesondere was den Polizeibeauftragten angeht, das Ergebnis haben Sie völlig fehlinterpretiert. Ja? Wenn wir Anhörungen machen, dann verstehe ich nicht, warum wir uns dann nicht auch an die Empfehlungen der Anzuhörenden halten. Und das haben wir schon mehrfach hier in diesem Hause nicht getan. Das ist etwas, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Der Bürgerbeauftragte bzw. Polizeibeauftragte steht meiner Meinung nach auf wackeligen Beinen, wenn er auch eine große Mehrheit hier finden wird. Ich sagte gerade schon, es wird sich zeigen, ob er Wirkung entfalten wird. Ich bin der Meinung, es gibt eine Menge Bürgerbeauftragte und ich glaube, es ist auch gerade angesprochen worden, wenn jemand in irgendein Büro kommt oder sich an einen der Abgeordneten wendet, dann hat er seinen Bürgerbeauftragten gefunden und dieser Bürgerbeauftragte bzw. Abgeordnete sollte sich dessen Probleme auch annehmen. Ich möchte gerne abschließend, wir gehen auf die Weihnachtszeit zu und es neigt sich ein schweres Jahr für uns alle und auch für mich persönlich dem Ende. Und ich würde Ihnen gerne allen schöne Weihnachten wünschen. Trotz aller Differenzen und unterschiedlicher Meinung, die wir hier haben, ist es so, zumindest das ist meine Erfahrung, bei den wenigen Kollegen, die sich auch mal an uns rantrauen und sich mit uns unterhalten, dass hier wirklich viele anständige und nette Leute, wenn es auch unterschiedliche politische Meinungen gibt, in diesem Haus, ich denke nicht alle, aber viele, in diesem Haus gibt. Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Weihnachtszeit. Gehen Sie verzeihlich mit Ihren Familien um. Genießen Sie das Weihnachtsfest. Schöpfen Sie Kraft. Sind Sie da für Ihre Nächsten, denn oft genug im Jahr über sind wir es nicht. Herzlichen Dank. Dankeschön, Herr Kollege Garf. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Jörg-Uwe Hahn für die Fraktion Die Freien Demokraten. Keine Eile, Jörg-Uwe, haben wir viel Zeit aufgeholt. Ja,
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will das mit dem Zeitaufholen auch gerne weiter jetzt bei diesem Beitrag gestalten. Alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, können sich daran erinnern, was ich für die FDP-Fraktion bei der ersten Lesung gesagt habe. Damals waren wir noch strikt gegen das Konzept, das uns von den Regierungsfraktionen vorgelegt worden ist. Warum? Weil wir dagegen waren, dass es ein Vorschlagsrecht ausschließlich der Landesregierung gibt. Zum Zweiten, weil es keine ordentlichen Abgrenzungsmechanismen zwischen dem Petitionsausschuss auf der einen Seite und den Aufgabenmöglichkeiten, ich sage das bewusst so etwas schwammig, des der Beauftragten auf der anderen Seite gewesen ist. Wir nehmen zur Kenntnis, dass diese beiden für uns sehr zentralen Punkte in den Anhörungssystem und mit den Änderungsanträgen dann in dieser Beratung durch die Koalitionsfraktionen beendet worden oder wieder aufgenommen worden sind. Ich will jetzt gar nicht auf die Debatte zwischen dem von mir sehr verehrten Kollegen Frömmrich und mir in der ersten Lesung eingehen, weil offensichtlich stand es da noch nicht drin. Aber jetzt steht es halt drin, und deshalb ist ja alles gut. Was wir überhaupt nicht verstehen, ist, dass Sie nicht verstehen wollen. Und das finde ich ein bisschen zynisch. Was alle Polizeigewerkschaftsvertreter außer dem Vertreter des BDKs hier gesagt haben. Ah, das passt Ihnen nicht. Aber dass Sie sagen, Sie verstehen es nicht. Also ich zweifle nicht an irgendetwas Intellektuellem, sondern für mich ist das vollkommen klar. Nee, lieber Jürgen Lenders, ich zweifle da wirklich nicht dran. Wir haben im Innenausschuss schon ein relativ hohes Niveau in der Auseinandersetzung und auch der Besprechung miteinander. Das bezweifeln Sie hoffentlich nicht, Frau Kollegin Wissler. Und deshalb bin ich mir sehr klar darüber, dass alle die, die hier eben gesagt haben, sie verstehen es nicht, einfach nur sagen wollten, wir wollen es nicht. Wir wollen es nicht. Okay, dann sagen Sie es doch. Wir wollen es nicht. Aber die als die kleinen, dummen Jungen hinzustellen, oder waren ja auch weibliche Anzuhörende dabei gewesen, die das gesagt haben, finde ich einfach unfair. Sie wollen es nicht. Sie haben eine andere Auffassung. Okay, das ist Ihnen zugebilligt. Nur dann sagen Sie bitte nicht mehr so her, dass die Anhörungsergebnisse für Sie immer von Wichtigkeit sind. Oder sagen Sie immer so her, dass die Erklärung der Gewerkschaften für Sie so Besonderes sind. Nein, in dem Punkt sind Sie das halt nicht, weil Sie eine andere politische Auffassung haben. Ich bin mal gespannt, wie das Weltbild, was eben der Kollege Frömmrich hier wieder hereingebracht hat, und Kollege Gaff hat darauf hier schon in der Frage, wie aber auch in seinem Redebeitrag Stellung genommen, wie das bei der Polizei ankommt. Also ich werde es streuen, damit Sie es wissen. Und Kollege Müller wird es mit mir streuen. Erst mit dem Polizeibeauftragten kann man sich sicher sein, dass dem auch nachgegangen wird. Das habe ich mir mitgeschrieben. Wir werden irgendwann noch mal sehen, ob ich da irgendwie einen Fehler gemacht habe beim Mitschreiben. Aber so gedanklich hat das ja Kollege Frömmrich dann auch noch mal ausgeführt. Er ist ja schon ein Stück zurückgegangen. Also das nicht mehr apodiktisch gesagt, sondern hat gesagt, er kann sich Menschen vorstellen, die sich vorstellen, dass wenn sie auf einer Station eine Beschwerde abgeben, dort nicht ernsthaft bearbeitet werden. Also das ist ja schon, finde ich auch erstmal okay, dass man von diesem Absoluten weg ist. Aber ist das nicht trotzdem ein verheerendes Bild? Heißt das nicht, dass die Jungs da so, oder Jungs und Mädels, nehmen wir das weg, die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, ich will das mal nicht flapsig sagen, dass die sich nur dann um etwas kümmern, wenn es sie interessiert? Nur dann um etwas kümmern, wenn sie meinen, dass sie nicht ihr Nest beschmutzen? Das steht doch dahinter, hinter dieser Frage. Ich habe das Gefühl, nach über 30 Jahren aktiver Begleitung der hessischen Polizei nicht. Und ich bin mir sehr sicher, dass das der Innenminister ganz genauso sieht. Wir werden deshalb, Sie haben es gemerkt, wir werden deshalb uns jetzt in der Endabstimmung genauso wie im Hauptausschuss der Stimme enthalten und schauen dann mal sehr gespannt in den nächsten zwei Jahren, wie denn die Arbeit des Bürgerbeauftragten sich grenzt am Petitionsausschuss, und das ist ein Verfassungsrecht, ein Verfassungsorgan, und auf der anderen Seite, ob der Polizeibeauftragte wirklich diesen Schutz geben kann für die Menschen, die meinen, es wird, ich bin in Köln aufgewachsen, da gibt es das Wort, gell, wo ist der Michael Boddenberg, Geklüngel, da gäbe es Geklüngel bei der Polizei. Ich glaube es nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Hahn. Nächste Rednerin ist die Abg. Astrid Wallmann für die Fraktion der CDU.
sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in staatliche Institutionen ist ein hohes Gut. Deswegen ist es gut und richtig, dass wir mit dem Gesetzentwurf, den wir heute verabschieden wollen, dieses Vertrauen weiter stärken wollen. Und es ist eben schon gesagt worden, wir haben bereits diverse Anlaufstellen in Hessen, an die sich die Menschen wenden können, wenn sie ein Anliegen haben betreffend einer Landesbehörde. Dazu gehört beispielsweise das Bürgertelefon der Staatskanzlei. Ich gucke Staatsminister Axel Wintermeyer an, und ich weiß auch insbesondere in zu Corona-Zeiten, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort derzeit in diesem Jahr geleistet haben. Einen ganz herzlichen Dank dafür. Derselbe Dank gilt dem Petitionsausschuss, fast dem Herzstück dieses Hessischen Landtags. Allen Mitgliedern, die dort mitarbeiten, wissen, wie bürgernah man dort auch Menschen direkt helfen kann. Und natürlich gehört dazu auch der Beauftragte oder Ansprechpartner der Polizei. Da gilt mein Dank dem Herrn Begere und natürlich auch dem Innenminister, der auch diese Anlaufstelle geschaffen hat. Und es gibt eben viele Möglichkeiten, und wir schaffen auch mal ein weiteres niedrigschwelliges Angebot, und das ist gut für Hessen. Und deswegen ist es heute ein guter Tag, wenn wir diesen Gesetzentwurf heute verabschieden. Der Bürgerbeauftragte wird zugleich auch Polizeibeauftragter sein. Das heißt, er wird Ansprechpartner für die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, aber auch natürlich für Menschen sein, die ein Anliegen im Zusammenhang mit der Polizei haben. Und ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich auch den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die auch dieses Jahr sehr besondere Herausforderungen zu bewältigen hatten, ganz herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz danken. Und ich will die weihnachtliche Stimmung jetzt nicht trüben. Aber tatsächlich muss ich jetzt kurz noch auf zwei Punkte eingehen, die eben im Redebeitrag der SPD vorgetragen worden sind, weil ich die so auch nicht stehen lassen kann. Also das Erste ist, das fand ich spannend, es wurde jetzt eben formuliert, ich habe mir das auch mitgeschrieben, also es sei eine erfolgreiche Anhörung gewesen und man hätte jetzt Änderungsanträge in den eigenen Gesetzentwurf aufgenommen. Das finde ich prima. Spannend ist, wenn man sich in die letzte Plenardebatte noch einmal zurückerinnert, wo wir als Regierungsfraktion unsere Änderungsanträge vorgestellt haben. Übrigens danke auch an die FDP, dass Sie das auch für sinnvolle Vorschläge halten. Da war noch der Vorwurf und die Rede davon, dass die Koalition jetzt nachbessern würde. Ich habe damals schon gesagt, ich halte das für das ganz normale parlamentarische Verfahren, wenn man eine Anhörung hat und Beteiligte hört und etwas für richtig hält, etwas zu ändern, dass man das auch tut. Und deswegen freue ich mich sehr, dass diese Erkenntnis nun auch bei der SPD Einzug gehalten hat. Und dann gibt es aber noch einen anderen Punkt, den ich auch spannend finde. Das hat sich übrigens auch schon in der letzten Plenardebatte gezeigt. Da wurde auch schon darüber gesprochen, wie die Koalition, die CDU, diesen Gesetzentwurf sehen würde. Da habe ich auch mir verbeten, immer vermeintlich zu glauben, zu wissen, wie es in der Koalition aussieht, zumal sie offensichtlich, das habe ich Ihnen auch gesagt, ja nie zuhören, wenn man auch zu einem Gesetzentwurf sich äußert. Ich habe von Anfang an diesen Gesetzentwurf ausdrücklich begrüßt. Das tue ich auch heute und immer noch. Und das tut die CDU-Fraktion, für die ich hier stellvertretend stehe. Was ich nur dann auch spannend finde, ist, wenn Sie dann heute schon Mutmaßungen anstellen, wer das denn werden könnte. Ich teile übrigens die Auffassung, es ist völlig richtig. Die Frage, welches Gesicht nachher sozusagen den Bürgerbeauftragten nach außen vertritt, ist eine ganz entscheidende. Und das sieht die Koalition ganz genauso. Ich finde es nur spannend, wenn man sich hier hinstellt und Mutmaßungen darüber anstellt, wer das denn jetzt werden könnte, und dass das womöglich jemand auch noch mit einem Parteibuch sein könnte, wäre unverschämt. Aber das Spannende ist, und das geht jetzt gar nicht in Ihre Richtung, es geht in die Richtung der SPD. Jetzt blicken wir doch mal rüber nach Rheinland-Pfalz. Die haben ja eine Bürgerbeauftragte, übrigens eine, das will ich ausdrücklich sagen, deren Arbeit ich gar nicht kritisiere. Ich gehe davon aus, dass sie sogar eine hervorragende Arbeit macht. Das Spannende ist nur, wenn man sich anguckt, ihren Lebenslauf, parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Landtagsfraktion. Vizepräsidentin des Rheinland-Pfälzischen Landtags mit SPD-Parteibuch. Und so jemand durfte in Rheinland-Pfalz Bürgerbeauftragte werden. Ein Skandal! Also,
Frau Kollegin, Sie müssen langsam zum Ende kommen. Also insofern, ich will ja weihnachtlich auch heute enden. Ich finde nur, man darf auch nicht immer alles hier stehen lassen, wenn sich hier jemand hinstellt und auch anderen irgendwie Charakter abspricht, muss man vielleicht auch mal ein paar Mal noch mal darauf hinweisen, was andere vielleicht hier auch für Sachen äußern und wie die einzuordnen sind. Es geht nicht immer nur auf andere zu zeigen, wenn der Finger meistens auch dann zurückzeigt. Und Sie können sich ganz sicher sein, diese Koalition steht hinter diesem Gesetzentwurf. Wir freuen uns, dass wir ihn heute verabschieden. Sie sind alle eingeladen, mit zuzustimmen. Und vor allem werden wir uns bemühen, eine sehr geeignete, befähigte Person für diese wichtige Aufgabe in Hessen zu finden. Frohe Weihnachten, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wallmann. Spricht für die Landesregierung der Chef der Staatskanzlei, Staatsminister Wintermeyer. Und ich darf trotz der bevorstehenden Abstimmungen und der Aufregung, die jetzt so langsam hier einkehrt, um Ruhe bitten und um Gehör für den Staatsminister bitten. Bitte schön, Herr Wintermeyer. Sehr vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Hessische Landesregierung hat ja in Person meines Kollegen Beuth und auch in meiner Person zu dieser Initiative, die aus der Mitte des Landtags kommt, bereits Stellung genommen. Ich möchte das hier nicht alles wiederholen. Wir wollen auch uns als Landesregierung nicht darüber an den Spekulationen beteiligen, Herr Kollege Rudolph, wer es denn wird. Aber ich darf Ihnen zusagen, für die Hessische Landesregierung, wir sagen dem Bürger und auch dem Polizeibeauftragten schon jetzt unsere Unterstützung zu. Wir verstehen diese Funktion als Ergänzung sowie als unbürokratische und unabhängige Anlaufstelle für die Anliegen von Menschen, die das Vertrauen in unsere Behörden noch weiter stärken kann. Und das wird die Hessische Landesregierung natürlich auch selbstverständlich unterstützen. Sehr verehrter Herr Präsident, es ist mir eine ganz besondere Freude, dass jetzt die Landesregierung mal hier in der ersten Gewalt oder in dem Hohen Haus mal das letzte Wort hat. Man weiß es nicht, die Geschäftsführer denken schon an die zweite Runde, aber die werden sie vielleicht nicht machen müssen. Wir, die Hessische Landesregierung, wünschen Ihnen eine gute Vorweihnachtszeit. Ein gesegnetes Fest, das sicherlich nicht unter den normalen Umständen, wie wir uns Weihnachten vorstellen, stattfinden wird. Und wir wünschen uns allen ein gesundes und im Rahmen auch unseres gemeinsamen Kampfes gegen die Pandemie erfolgreiches neues Jahr 2021. Und ich hoffe, dass wir uns auch erst wieder im Jahre 2021 wiedersehen. Aber man weiß ja nie, wie es kommt. In diesem Sinne, alles Gute für Sie. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Ich muss Sie leider enttäuschen. Das letzte Wort werde heute ich hier haben. Aber das ist halt die Gesetzmäßigkeit einer Plenarsitzung. Bei der Debatte hatten allerdings Sie das letzte Wort. Das ist richtig. Wir sind am Ende der Aussprache angelangt.